Und da habe ich gemerkt, okay, es wird auslaufen. Aber es ist auch total legitim, dass nach 35 Jahren jeder auch seine eigenen Wege gehen darf. Ich habe mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, bei uns im Studio heute bei Schlager.de, Anita Hofmann. Ich freue mich so, bei dir zu sein. Ich freue mich auch. Wir haben uns 100 Jahre nicht gesehen, habe ich das Gefühl. Aber bei dir ist ja wirklich viel passiert. Also du bist ja quasi jetzt auf Solo-Fängen unterwegs. Ja. Du hast geheiratet. Ja. Und du hast uns was mitgebracht. Du hast jetzt bald ein neues Album, das heißt Voll auf Schlager. Klingt ein bisschen wie eine Kampfansage, finde ich. Nein, das ist ein Statement, dass man gleich weiß, wo es hingeht. Sag mal, auf dem neuen Album sind 13 Songs drauf. Ja. 12 davon hast du mit oder selber geschrieben? Ja, mitgeschrieben. Ich habe ganz tolle Teams gehabt, die ich zusammengestellt habe, weil ich kenne ja die Songwriter schon ewig. Und ich habe noch nie so lange an einem Album gearbeitet wie an diesem. Es war wirklich eine Reise, jetzt 2 Jahre lang. Es war eine Reise zu mir selbst. Ich habe ein Buch geschrieben und ich habe Songs geschrieben. Aber ich habe auch schon gesehen, da sind wirklich echt viele Songs drauf, die also wirklich auch so ein bisschen in dich reingucken lassen. Ne? Ja. Du hast einen Song für deinen Papa geschrieben. Ja. Du hast einen Song, da ist der Song drauf, den du für deine Hochzeit geschrieben hast und deinen Mann überrascht hast. Mhm. Wie heißt der Song? Hilf mir noch mal. Der heißt Da bist du. Der ist autobiografisch und gleichzeitig eine Liebeserklärung. Und er hat es nicht gewusst. Das heißt, du bist einfach da bei der Hochzeit auf die Bühne gegangen und hast gesagt, ich wollte gerade fragen, und du als Profi, bist du da nervös und solche total. Ja, war? Total, aber es war so mega. Und ich habe nur ihn gesehen und er hat mich angestrahlt und der Mund ging immer weiter auf und es war einfach ein schöner Moment. Habe ich direkt Gänsehaut. Stimmt. Aber ist das jetzt für dich so eine Art, dieses Album für so eine Art, okay, das war jetzt mein Leben bisher und jetzt geht's für mich erhobenen Hauptes weiter? Nein, im Gegenteil, das bin ich. Mhm. Und es war, deswegen hat es auch so lange gedauert, weil ich bin am Anfang wirklich da gesessen, habe gedacht, um Gottes Willen, 35 Jahre zu zweit plötzlich alleine. Ich Hat's bin doch nur noch die Hälfte wert. Ich hatte vor allem Angst, vor gar allem. Mhm. Und ich habe dann wirklich eine Reise durchlebt, eine Reise zu mir selbst. Und das war eine Herausforderung. Mhm. Und ich habe irgendwann im Internet gelesen, so einen schönen Spruch, das beste Mittel gegen Angst ist, es einfach zu tun. Mhm. Und so bin ich einen Schritt und nochmal einen Schritt. Und dann habe ich eine Homepage einfach mal programmiert, obwohl ich gar nicht gewusst habe, wie das geht. Ich glaube, ich bin diese Hotline echt auf den Wecker gegangen. Also es ist nicht ein Rückblick, sondern es ist jetzt wirklich, ich habe mir Gedanken gemacht, was passt zu mir? Wer bin ich denn eigentlich? Und warum sollen die Leute mich hören? Gibt ja genügend Sänger und Sängerinnen. Mhm. Da hat mir mein Schatz wirklich sehr geholfen, weil ich habe am Anfang komplett den Glauben an mich verloren und er hat mich vor den Spiegel gezogen und hat gesagt, jetzt guck bitte in den Spiegel rein, da ist eine wunderschöne Frau mit einer tollen Ausstrahlung, mit einem Riesenherzen und 35 Jahre Bühnenerfahrung. Vor was hast du Angst? Also das bin völlig baff. Das ist also wirklich ganz toll. Das ist so ein bisschen wie so eine Wiederauferstehung irgendwie. Ne? Das war ja wahrscheinlich auch nicht so einfach, diese ganze Trennungsgeschichte hin oder her. Du hast dich ja nicht einfach nur von einem Mitglied der Band oder so getrennt. Es ist ja quasi, du kannst ja derjenigen gar nicht aus dem Weg gehen. Es ist deine Schwester. Also es ist so gewesen, am Anfang war es für mich natürlich ein Schock, weil ich habe gedacht, das machen wir im Duo bis zur Rente. Und 2021 im Frühjahr kam meine Schwester auf mich zu und hat gesagt, sie möchte gerne eine eigene Firma gründen ohne mich. Mhm. Und dann dachte ich so, okay. Und ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr davon leben, es wird immer weniger. Mhm. Und da habe ich gemerkt, okay, es wird auslaufen. Aber es ist auch total legitim, dass nach 35 Jahren jeder auch seine eigenen Wege gehen darf. Und so geht jetzt jeder einfach seinen Weg. Bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert mit meinem Album. Aber ich habe die Zeit wirklich gebraucht. Und ich glaube, das merkt man auch. Aber das hat auch seine Entwicklung gebraucht. Und vielleicht gibt es auch dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, einfach auch ein bisschen Mut, wenn es euch vielleicht gleich geht, dass gerade euer Leben sich komplett verändert, wenn man in der Situation einfach gerade nicht weiß, warum passiert mir das jetzt gerade? Irgendwann blickst du zurück und denkst, okay, es hatte seinen Sinn. Ich habe es damals einfach nicht verstanden, warum. Okay. Wie sind denn jetzt eigentlich, jetzt sind wir, haben wir schon gesagt, wir sind kurz vor der VÖ, deswegen können wir es leider noch nicht in die Kamera halten. Wie das Album aussieht, das kann ich schon mal zeigen. Zeig. Ein Dummy. Das ist nur ein Dummy, aber so ungefähr wird es aussehen. Also es ist wirklich farblich, hast du dir das gut überlegt, da bin ich direkt langweilig heute. Das finde ich ganz toll. Es ist aber auch wirklich ein schönes Foto. Da gibt es eine ganz tolle Story dazu, wie das Bild entstanden ist. Ja. Und zwar, ich wollte eigentlich nur mal wieder neue Fotos machen, weil ich nicht schon wieder die alten Fotos verwenden wollte. Und habe mich selber gestylt, wir waren nur zu zweit und dann haben wir ein paar Fotos gemacht und sagte, du, deine Haare, die sollten mal ein bisschen Bewegung rein, hast du nicht irgendwie einen Ventilator? Und ich so, habe ich probiert. Der war natürlich viel zu schwach für meine Haare. Dann hat sie angefangen zu lachen.
ging weg, kam gleich wieder, hat einen Laubbläser aus dem Auto geholt. Oh nein, wirklich? Und jetzt ist das Foto in meinem Wohnzimmer entstanden mit einem Laubbläser, ohne Stylisten, ohne sonst irgendjemand. Und ich finde es einfach so witzig. Das ist ja witzig. Ist witzig. Wirklich, das ist ein Laubbläser, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Wir Frauen, ja, wir können das alles. Das ist gar kein Problem. Laubbläser. Dieses Album wird also jetzt demnächst veröffentlicht. Ja. Was hast du denn so für Pläne? Wo sehen wir dich denn dann? Fernsehgarten, immer wieder sonntags, Herr Silbereisen. Erzähl. Da liege ich gerade auf dem Tisch und wenn wir alle ganz fest die Daumen drücken. Auf dem Tisch? Also das Album liegt auf dem Tisch, nicht ich, das Album liegt auf dem Tisch bei immer wieder sonntags und bei ZDF Fernsehgarten. Und ich drücke jetzt einfach ganz fest die Daumen, ihr vielleicht auch, dass ich dann auch mit meinem Album vorbeikommen darf. So, jetzt pass mal auf, jetzt stehen wir gerade und ich habe mir etwas gewünscht hier. Ja. Ich möchte einmal ins Alphorn blasen. Ich kann dir einen Kurs geben. Ich möchte wissen, wie das geht. Mein Alphorn ist jetzt noch auseinandergebaut. Oh. Das ist natürlich auch kaputt. So. Das sieht aber auch so schön aus, das sieht handgemalt aus, ne? Ja. Wow. Echt aus der Schweiz. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast hier einen Fussel, machst einfach... Wie? Yay! Yeah, sag ich doch! Alles kann, ist ja der Knaller. Es gibt so einen ganz bekannten Song auf dem Alphorn, das ist die Swiss Lady. Und seither, finde ich, gab es keinen mehr so richtig. Und da habe ich mir gewünscht, einen eigenen Alphorn-Song zu haben, praktisch so eine Swiss Lady 2.0. Und dann bin ich in die Zellerschule gegangen, das ist die Texterschule Deutschlands mit dem großen Textdichter Tobias Reitz. Und dort, liebe Grüße an dieser Stelle. Und dort durfte ich in dieser Zellerschule auch mit dabei sein und da haben wir diesen Song geschrieben, Horn to be Wild, und dann hat sich das entwickelt und ich bin mega stolz drauf, dass wir so eine coole, rockige, moderne Nummer gemacht haben. So, und jetzt musst du mir aber noch was auf deiner Ukulele zeigen. Ja. Ich bin gespannt. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko, Anita. Würde sie das schon in 20 Jahren machen? Nein, du! Dann habe ich eben einen Song geschrieben und ich finde den Text so süß. Wenn ihr den mal ganz anhört, da erzähle ich, was mir wichtig ist, auf was ich pfeife und wer ich bin. Ja, und jetzt singe ich einfach mal kurz einen Refrain an und den Rest könnt ihr ja dann auf meinem Album hören. Der heißt einfach so, das bin ich. Einfach so, so sein, so. Einfach so, allein für mich ganz still. Einfach so, so und anders nicht. Einfach so, das bin ich. Wie schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch, dass du dieses schwere Ding mit dir mitgeschleppt hast. Das war ganz, ganz schön. Und war super. Danke, danke, danke. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Vielen Dank. Anita Hofmann, vielen Dank. Toi, toi, toi. Ich stehe voll auf schlager.de.